Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Far Cry. Mein Name ist Marcus Milo und ich begrüße euch hier ganz herzlich zu diesem Gameplay. Wie ihr wisst, haben wir letztes Jahr alles ausgespäht und haben schon zwei getötet, aber sind leider an der Mauer. nicht an der Mauer, hier am Felsrand, an der Absturzkante. Irgendwo hier dran geknallt wahrscheinlich. Gut, jetzt müssen wir nochmal alles durchscannen. Also, die war hier drin, die ist hier drin. Spezialeinheiten. Da, du kannst schon mal, hier, nimm dir schon mal den dran. Sunny im Einsatz. Sunny im Einsatz, den könnten wir töten, den Sunny schon mal. Dann haben wir den schon mal erledigt, warte. Da, genau, jetzt gleich bleibt er da stehen. Kriegt er einen schönen Kopfschuss. Sehr gut. Und jetzt nochmal zurück. Stolperdraht. Militärische Fahrzeuge können gewendet werden, oder was da stand? Okay, das hier. Ein Scharfschütze hält Wache. Schweres Geschütz. Ein Offizier. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Ich glaube, wir haben die alle, ne? Ich weiß ja nicht, was noch alles drin ist und wo der Alarm hier ist. Wo ist der Alarm? Alarm. Keine Ahnung, wo der Alarm sein soll. Wir könnten auch hier den Scharfschützen jetzt erledigen. Aber er ist ziemlich weit. Ist wirklich sehr weit. Okay. Wir probieren es jetzt mal ohne... So, wir sind drin. Ne? Jetzt müssen wir Vorsicht walten lassen. Wir dürfen uns nicht entdecken lassen. Es sind echt viele Soldaten. Plus die eine, die wir noch nicht. Hier ist noch einer, den haben wir noch nicht gesehen. Okay. Komm! Ja, wir haben sie erledigt. Diese falsche Jarana entdeckt worden. Werden Sie den nächsten Protektor aus der Lappe? Ich habe neue Infos. Du kannst die alte auf der Spar von deiner Liste streichen. Die hatte ein paar sehr individuelle Vorlieben. Scheiße. Ja. Aber was für Vorlieben. Ja. Und Stärke, Wachsamkeit und ein scharfes Auge sind vielleicht der größte Dienst von allen. Wir haben ein ernsthaftes Problem. Wir haben kein Problem. Was können Bariaranen? Sonderrabatte für Soldados. Anschauen, anfassen, rund um Service. Aha. Auch tun, um Yara zu dienen. Bariaraner kennen die Antwort bereits. Doch ich wiederhole es nur zur Erinnerung. Bariaraner sind wachsam. Sie halten Augen und Ohren offen. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben wirklich einiges hier weggepustet hier in diese. Ist nicht mehr viel. Jetzt müssen wir nur vorsichtig sein, dass wir uns nicht erwischen lassen. Da unten ist noch einer. So. Und der Scharfschütze da oben natürlich. Guck. Oh, warte. Okay, der ist erledigt. Boah, bin ich gut. Ah. Okay. Hol sie dir. Was ist das für mich? Okay, wir haben den auch erledigt. Hier, den hättest du dir holen können, aber
Ich wollte noch nicht. Ich wusste nicht, ob das Aufmerksamkeit jetzt erregt, wenn du dann nochmal den angreifen solltest. K9000, deswegen. Bleib mal ruhig. Da ist ein Bild, das können wir verunstalten. Schlau Helm auf. Der hat einen Helm auf, ne? Eine Leiche! Verteilt euch! Fass! Ja, okay. Hierher, K9000. Okay, wir haben es geschafft. Da kommt noch mal einer. Also, die haben uns hier schwer erwischt. Da kommen noch mehr. So. Gehen wir jetzt mal hier hoch, gucken wir. Können wir irgendwie rein? Nein, wir können nicht hier rein, aber wir können hier ein bisschen was mitnehmen. K9000, komm sofort wieder zurück. So, hier verunstalten. So, zack, Liberta. Fick dich, Castillo. So. Das war ein schwerer Dings, den hätten wir einfach. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ihn trotzdem noch mit dem Messer erledigen können. So, können wir hier rein? Ja. Ist da noch was hier? Nix, nee. Ist Munition? Haben wir genug? Okay. Ging doch eigentlich ganz gut eigentlich. Hier ist noch mal was. Hier ist noch was drin. Ach, da die Kiste, genau. Müssen wir mal kurz auf der Landkarte schauen. Irgendwas habe ich noch gesehen hier, warte mal. Da, genau. So, da raus. Und. So. Ein Fischerspot haben wir bekommen, okay. Okay, so. Zeig mal, was haben wir denn noch hier alles? Ist nichts mehr da. So, jetzt können wir uns aber dahin begeben. Dafür rufen wir dann nämlich unser Sperrgebiet, geht das natürlich nicht. Diese Dinger fliegen überall hier rum, was ist denn los hier? So, wir rufen uns unseren Wagen. Kommt der Schatz? Gut, ja, komm. Wenn ich am Sitz rum, der ist genau richtig eingestellt. Das war Streik 1, K9000. Ist doch wohl mein Sitz. War es ein Reh oder sowas? Ja, das kann sein. So. K9000 ist leider nicht eingestiegen. Wir müssen mal gucken, in welche Richtung wir hin müssen überhaupt. So. Denn wir fahren geradewegs in die falsche Richtung, würde ich fast sagen. Obwohl, ja, doch in die falsche Richtung. Ja. Wir müssen nämlich in die Richtung. Ja. Laut Navi. So, hier. Laut Navi in die Richtung. Dann wollen wir mal, ja. So. Hier rechts, genau. So. Hab mich schon gewundert, hä? Da ist noch ein Ding. So. Absperrgebiet hier. Sperrgebiet vorbei und dann hier rechts und dann ab durch die Plantagen. Das doch jetzt. Hey! Weg damit! Ich hab doch gesagt. Keine Granaten.
So. Haben wir? Können wir weiter? Jawohl. Rechts runter. Rechts runter. Durch die Stadt hier. Die Hauptstraße hoch, dann haben wir auch mal diese Mission endlich hinter uns. So. Mal gespannt, was uns da erwartet. Ah. Ein bisschen menschenleer hier alles, ne? Aber trotzdem ist es schon gut gemacht. So. Wir sind ja noch alles, ja erstmal am Anfang. Wir gucken mal, wie weit uns das Spiel bringen wird schon. Ne? So. Können wir denn nicht hier diese Schilder? Genau, das meinte ich doch. So. So, und jetzt hier links. Nee, war doch richtig. Hier in die Richtung. Weg mit diesen ganzen Schildern hier. So. Hier waren wir auch schon mal gewesen, ja. Straße verfolgen, genau. So, und jetzt hier rechts rum. Hier links rum. Oh, da waren wir jetzt doch zu weit. Da vorne war es schon, ne? In die Berge müssen wir da hoch. Eine Nebenstraße nehmen, du. Nee, hier das Hotel. Oh, Entschuldigung. Oh, das erste Mal überfall ich meinen Hund. Ich hoffe, dir geht's gut. Komm. Alles Sperrgebiet hier. Komm. Wir holen uns erstmal einen Checkpoint, wo wir über alles wir alles sehen können, was uns eigentlich da unten erwartet. Genau. So, pass mal auf hier. Hier ist ein guter Platz, hier oben. So. Okay. Ein Pferde ist da. Na, Mensch. Da ist einer. Haben Sie ein Alarmsystem? Sieht nicht so aus, glaube ich. Hund. Und Wachmann. Da ist noch einer. Boah, die Range ist aber auch riesig, ne? Wir haben einen Johnny. Da. Und? Da hinten ist einer, ich weiß nicht, warum er den jetzt nicht erkennt, da. Genau, jetzt hat er den aber erkannt. Gerade eben. Bei dieser Ausspielung muss man immer ein bisschen Geduld haben. Da ist nochmal einer, da ist der Sunny. Da ist der Typ. Okay, wird eine einfache Aufgabe sein. Da der ja nicht mehr so weit ist. Können wir den einfach erledigen? Braver Hund. Na, was haben wir denn da? Guck, da ist er doch. James. Bam, das war's für dich. Bam, bam. Genau. So. Jetzt können wir uns hier austoben. Espada, es ist vorbei. Wirklich? Sie sind tot. Sie alle. Danny, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das bedeutet Gerechtigkeit für Papa. Und es ist mehr als das. So jagen wir Jose aus seinem Versteck. So zeigen wir den kleinen Kessel, mit dem er es zu tun hat. Richtig. Das ist richtig, Vater. Ach, diese. Holen wir.
Mach doch mal aus, die hier. So, schnell, pfeif dir diese Medikamente rein und hol dir das richtige Gewehr raus. So. Ah, nein! Ah, schwere Panzer, du musst panzerbrechende Munition dafür nehmen, ne? Sonst Plakate verunstalten, das kenne ich schon alles hier, da bin ich doch der Meister drin, erobere die FND-Basis, okay. Gut, ich wollte nur mal gucken, was es eigentlich hier so alles gibt, aber anscheinend doch, weil es gibt ja auch eine Kiste hier, warte mal, lass uns mal näher rangehen. Da wäre eine Kiste. Und die ist wo? Die ist ein bisschen. Ach, die ist in den Bergen. Die ist schon wieder in den Bergen. Ah, nee, 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 nee. So. Aber hier wäre nochmal was, warte mal. Hier ist nochmal was. Liberta! Birre, birre. Okay, komm. Wir haben es geschafft. Das war das Wichtige. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt eigentlich... Oh, da kommt noch jemand. Genau. Was wir jetzt noch brauchen ist... eigentlich nur die Kisten einsammeln. Aber die eine, sie ist hinter den Bergen und... Die, keine Ahnung, wir könnten die hier nehmen. Die scheint irgendwo hier in der Nähe zu sein. Da können wir mit dem Auto hinfahren. So, dann können wir mal irgendwann mal uns mal Zeit nehmen. Komm rein, Kleiner. Die ganzen Sachen mal zu verbessern, ne? Das muss ja auch mal sein. Komm jetzt, spring mal rein. Der braucht ewig, bis er reinspringt. Komm jetzt. So. Ist noch einer. Was war das? Da ist noch mal einer. Der hat gesessen. So. Warum laufen von denen noch so viele hier rum? Verstehe ich gar nicht eigentlich. Können wir das hier nicht erobern? Wir werden sehen. So, wir fahren erstmal hier vor. Die Kiste müsste hier drinnen sein. Ach, das ist diese berühmte Kiste, wo ich letztens schon nicht reingekommen bin. Ah, ich weiß das jetzt. Ja. Warte. Da wäre nochmal was hier. Grand Premio. Hola, okay. Ist der Yami? Hab deine Nummer auf so einem Rennplakat gesehen. Oh, wenn du auf Rennen stehst, dann bist du bei mir richtig. Wir machen das im Guerilla-Style. Jede Strecke ist mit Signalfackeln markiert, die du durchfahren musst. Versuch die Bestzeit zu schlagen. Bist du dabei? Ach, scheiße. Ich bin dabei. Das hast du schön gesagt. Ich mag dich jetzt schon. Viel Glück. Viel Glück, ja. Den werde ich haben. Was ist denn jetzt los? Seid ihr auch krank? Ja. Wie kommt man denn da hoch? Ich verstehe es nicht. Ey.
Über die Kisten natürlich. Idioter. Ja, so. Genau. Und jetzt hoch. Hochgezogen und dann. So. Da ist sie doch schon, die Kiste. So. Die haben wir. Haben wir die? Ja. Hier ist Soprano für euch, mein Freund. Ist gefährlich, dieses Supremo-Zeug. Würde ich mich selber nicht mit anlegen wollen. So, komm, wir haben die Kiste. So, wäre als nächstes, ja. Aber wir müssen erstmal offene Luftraum. Um gehe den Joseph Oberhand zu gewinnen, musst du seine Flugabwehrgeschütze und Radare einschalten. Die werden dich nicht kommen sehen und du sobald du willst. Okay. Na gut. Das hätten wir. Hier wäre nochmal ein Schatz gewesen. Wo ist denn das? In welcher Richtung? In welche Himmelsrichtung? Da entlang, 450 Meter. Okay. Da ist noch jemand, der braucht nochmal Hilfe. Was ist denn los? Ach nee, jetzt nicht irgendwelche Guerilla-Zeug. Wir nehmen unseren Auto, unseren Wagen und fahren mal jetzt mal endlich vor. So. Nehmen wir mal hier ein bisschen Benzin mit. Die Station ist immer noch, ich weiß zwar nicht warum, aber wir können die nicht erobern. Manche Sachen können wir nicht erobern. Dafür müssen wir wahrscheinlich noch mehr befreien. Dann werden die auch dann komplett befreit davon sein. Ja, komm. Wollen wir das noch eben machen? Komm hier. Hier so. Drüben. Ja, ich höre. Die Armee hat auf einer unserer Versorgungsrouten einen Kontrollpunkt errichtet. Mhm. Kannst du ihn erobern? Das wäre echt eine große Hilfe. Kontrollpunkt erobern. Wo ist er denn? Was soll er denn sein, jetzt der Kontrollpunkt? Ach, da. Komm, der ist sogar näher. Können wir so schnell erledigen. In welche Richtung ist er da? Oben hoch. Oh, Entschuldigung. Ich muss dir helfen. So. Alles wieder gut. Ah, waren versehen. So. Die ist mir mehr vorm Auto gelaufen, würde ich fast sagen. So. Da hinten hin müssen wir. So, meine Freunde. Da ist einer. Ein Kontrollpunkt. Ich muss aufpassen. Der ist echt schweres Geschütz, du. Na komm. Hol dir den. Und ich mach mal den fertig. Okay. Ja, okay. Ich muss mich kurz heilen. Das Gewehr ist noch nicht das Beste. So. Okay, den haben wir.
Oh nein, der hat den Alarm ausgelöst. Danny, da kommen Soldados direkt auf dich zu. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das wird jetzt natürlich... Die sind hart, der ist hart. Der Typ ist zu heftig, den können wir nicht so einfach erledigen. Wir können mal gucken, ob wir auf seinen Kopf schießen können. Wir brennen in deinem Kostüm, aber würde ich fast sagen. Ja, wir haben sie erobert. Prima. Ist erledigt. Nochmal zum Abschluss hier. Schnell mal eine Basis hier. Haben wir sie schnell erobert hier. Sehr gut. Munition. Kommen wir nicht rein. K9000. So, ich konnte dich nicht retten. Hier ist kein Durchgang mehr für dich, mein Freund. Hierher, Kleiner. Hier ist kein Durchgang mehr für euch. Habt ihr es verstanden? So, gehen wir mal hier hoch. Meine Station nach, was es hier denn so gibt. Medikamente auf jeden Fall. Ein Schlüssel. Schlüssel von Kontrollpunkt. Können wir irgendwas aufmachen? Ist da noch irgendwas? So, warte mal. Da hinten, ja. So. Ja. Spiritus nehmen wir nochmal mit. Ach, die Kiste. Genau. So, ein bisschen Werkzeug hier. Den nehmen wir auch nochmal mit. Ist da noch irgendwas hier unten? Nee. Das war Zählerstand. So, okay. Haben wir alles. Jawohl. So. Jetzt können wir nochmal gucken. Jetzt haben wir noch mehr befreit hier, die ganze Gegend. Da ist nochmal eine Basis. FND, Depot. Das ist ein Depot und keine Basis. Hier haben wir eine Kiste verpasst. Auf dem Rückweg können wir die mitnehmen. Genau. Kakerlaken, ihr sollt doch nicht hier rein. Ihr sollt doch nicht hier vorbeifahren, habe ich das nicht 100 Mal gesagt. Ah, lauf mit deinem Pferd weg. So, Liberta. Wer wollte denn noch was von mir? Warte mal, war da nicht irgendjemand, wollte was von mir hier gerade? Sprechen geht gerade nicht, okay. Und hier? Munition und Schrott. Prima. Ich habe die Flugabwehranlage auf deiner Karte markiert. Dankeschön. Die Bauern in der Gegend wären dir sehr dankbar, wenn du sie zerstörst. Erledigen wir. Machen wir. Jetzt dafür müssen wir aber erstmal. Oh, wo ist sie denn? Da hinten. Da ganz da hinten. Okay. Wir gehen erstmal hier rüber. Denn wir wollten die Kiste nochmal mitnehmen, um unsere Waffen später mal zu verbessern. So. Ein bisschen Reparatur des Autos. So. Jawohl. Und K9000 bist schon drin. So, okay, das so gefällt's zu mir. So. Was ist das? Kühe. Ausweichen. Diese Propaganda-Dinger da, die nerven mich. Ich muss sie immer alle sofort.
natürlich. So. Umso noch mehr Einfluss verlieren die jetzt hier in dieser Gegend. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht. Was ist denn hier drin? Wird verboten vom Wegen her, Mann. Wir bedienen uns jetzt hier. Da! Da unten! Ich sehe dich! Noch ein paar letzte Worte, Dingo? Ach, die haben Verstärkung gerufen. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay. So, warte mal. Bleib mal ruhig. Ach, der Hubschrauber. Wo ist er denn da? Das ist die beste Waffe, um die Dinger von der Luft zu holen. So. Wo ist er denn? Da. Ah, gegen die Mauern. Oh nein, 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 nein. Wo ist er denn hin? Da. Das Flugzeug fliegt auch schon hier rum, meine Güte. So, warte. Oh, der hat nicht gesehen. Ja. Typ ist einfach heftig. Oh nein, 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 nein. Wir müssen mal ein bisschen hier, aber jetzt hier schneller weg hier, als wie gedacht. Ja, hier bin ich doch. Okay, den haben wir erledigt. So. Sehr gut, endlich mal Verstärkung hier, Mann. Darauf habe ich doch die ganze Zeit gewartet. Okay, los! Erledigt hat er den endlich, ey. So, das ist hier auch mal weg. Dann hätten wir ja fast alles weg jetzt hier, ne? Sehr gut. Der Truck will nochmal kommen und das nochmal austesten. Kannst du gerne machen. Kannst du gerne hochkommen. Kiste haben wir. Sehr gut. Heute ein Laster, drei Hunde, mindestens fünf Guerillos, schwer zu zählen. Morgen versuche ich mal einen Helikopter zu treffen. Okay. Das Ding, der stand doch hier. Es ist einfach weggeknallt worden. Na gut. Kann schon mal vorkommen, habe ich gehört. So, da hätten wir noch mal eins. Grand Premio. Oh, spazio.
So, dann wäre der Posten jetzt auch mal erledigt, ne? So, auf dem Weg jetzt hier die Kiste nochmal. Zeig mal, ja. Sind wir immer noch auf dem richtigen Weg? Ja. So, aber das machen wir das nächste Mal, liebe Leute. Die Folge ist schon wieder voll. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Liken und abonnieren nicht vergessen wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh yeah. So, zum Abschluss. Also, bis dann.